Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Europa Universalis 4. Wirklich alles gehört nur durch in Russland. So, wir haben freie Diplomaten. Wir wissen nicht, was mit ihnen tun sollen. Uriev ist konvertiert worden, auch gut. So, genau, wir müssen weiter ein paar Provinzen koren, wegen den neuen Staaten, die wir genommen haben. Iglino und Balujarski können wir. Goldingen geht nicht, weil von einem nahegelegenen Religionszentrum konvertiert wird. Ehrlich jetzt? Wow. Goldingen ist die letzte Provinz, die wir hier haben, die katholisch ist. Und wir können ausgerechnet diese nicht konvertieren, weil sie gerade reformiert wird. Und sobald das passiert, können wir sie ich glaube, für 5, 6, 7 Jahre nicht mehr konvertieren. Okay, schade. Das heißt, wir werden noch eine ganze lange Zeit lang eine katholische Provinz unter unserer Kontrolle haben. Dann fahren wir gerne erstmal mit den tengristisch oder tengrisch? Tengrisch, glaube ich, oder? Tengrischen Provinzen fort. Und wie sieht es denn sonst aus? Okay, wir haben hier noch eine sunnitische, genau, hier bei den jüngsten Eroberungen von Kasan. Aber sonst ist das sehr schön unter Kontrolle. Spätestens sobald wir die Byzantiner annektieren, kassieren wir auch nochmal einen sehr großen Bonus darauf, orthodoxe Provinzen zu haben. Was ist das? Warum hat das Byzantinische Reich eine einzige protestantische Provinz? Warum? Okay. Merkwürdig random. Stimmt. Großbritannien scheint komplett anglikanisch zu werden. Ist ja schon groß. Nee, ist doch England. Oh. Wirklich? Warum? Was braucht man alles, um Großbritannien zu gründen? Braucht man nicht einfach nur diverse Provinzen und dann Admetech 10? Ich meine, ich bin bei Admetech 12. Wo ist er? Die sind erst bei 9. Uff. Oh, stimmt. Gotland ist übrigens in Schwedens Kontrolle übergegangen. Genau, ich hatte ja im letzten Teil überlegt, ob ich. Genau, wir können das mal mit dem Diplomaten machen. Die Beziehungen zu Schweden mal verbessern. Und eventuell dafür sorgen, dass wir deren Unabhängigkeit unterstützen. Sind nicht bei. Oh. Oh. Es sinkt schon wieder. Dann sollten wir uns echt beeilen. Weil es nämlich gerade ein schönes Geschenk zu sein scheint, dass Schweden natürlich so sehr. Es hasst, Dänemarks letzter Unionspartner zu sein, nachdem wir ihn ja Norwegen abgeknöpft hatten. Ja, wer weiß, wann wir Norwegen jemals annektieren. Vermutlich sehr, sehr, sehr lange Zeit nicht. Die haben auch die ganze Zeit immer noch religiöse Probleme. Also ich denke mal, im Zeitalter der Reformation sowieso noch nicht. Vor 14 Jahren schon. 14 Jahre ist es her, dass unsere Dinge uns geändert hat. Stimmt. Wir haben hier bis jetzt leider noch keine Goldprovinz gezogen, wenn ich mich irre, oder? Wenn ich mich nicht irre, meine ich. Nee, sehr viel Pelze, Eisen, sonst was. Pelz und Schiffsbedarf. Ich habe bis jetzt, glaube ich, nur in Slatust die Goldprovinz. Ah, hier habe ich schon einen drin, okay. Ich habe nämlich noch einen zweiten Kolonisten und ich verdiene genug viel Geld, um das vielleicht mal zu machen. So, wenn man das hier macht, dann. Ja, wir können es halt mal hiermit versuchen eigentlich. 24,9%, dass jährlich das Siedlungswachstum in Lodorsk um 1 beschleunigt wird. Ja, kleiner Funfact übrigens. Ich hatte neulich mich mal rangesetzt und versucht, mich an dem Achievement Ideas Guy oder Ideenreich heißt es, glaube ich, wo man sich eine Provinz nehmen darf, die maximal 3 Entwicklung hat. Also, ne, das absolut Mindeste für eine Provinz. Und hab dann gedacht, ich nehme die sibirische Grenze als Idee, hab das aber leider erst als dritte Idee genommen. Und selbst wenn man sehr hart auf Ideengruppen rusht, kennt, glaube ich, jeder, wie lange es dauert, bis man seine dritte nationale Idee freigeschaltet hat. Und es ist echt sehr langweilig gewesen in der Zeit. Keiner der anderen Nationen hat gewusst, wer ich bin. Irgendwann wusste dann nee, nicht Kasachstan, Usbekistan, wer wir sind. Wir haben dann auch ein Bündnis mit denen bekommen. Und dann haben die uns direkt in irgendeinen Krieg reingezogen. Es war nicht so spannend, wie man hätte denken können. So. Zack, sibirische Grenze hier. Zack, sibirische Grenze hier. Wunderbar. Wir haben ein bisschen Sibirien weiterentdeckt. Wie viel brauchen wir noch für diese Mission? Da war ja.
Alaska, Ostsibirien, Westsibirien. 15 Stück brauchen wir. Okay, was zählt alles zu Westsibirien? Das hier alles. Okay, das ist echt noch nicht so viel. Wir haben auf jeden Fall die alle hier. 3, 4, 5, 6. Und der hier wird erst gemacht. Das ist das siebte dann. Ist das hier schon unseres? Nein, nein, nein. Okay. Wir haben erst 6 auf dem Weg zu 7. Was man lediglich machen kann, ist natürlich. Ah ja, stimmt. Okay, Usbekistan ist Untertan von den Eumaraten. Wie sieht es bei Sibir aus? Ihr seid verbündet mit den Eumaraten. Aber. Oh, ja, okay, wir haben keinen Anspruch darauf. Dann lass uns doch auch dafür einen der Spionagen. Der Spione verwenden. Ist auch sehr interessant. Sibir ist eine Großrepublik. Eine tengrische Großrepublik. Ja, Eumaraten, gute Frage. Normalerweise wäre hier das Gebiet der Mongolei. Sie scheinen sie aber nicht mehr zu Vasall zu haben. Entweder weil die frei geworden sind oder weil sie sie annektiert haben. Krim, wie sieht es denn bei dir aus? Gerade hier auch mal 4% Freiheitsbestreben. Ziemlich frech. Wie lange dauert es, wenn wir dich jetzt annektieren? 1077 diplomatische Macht. Das ist aber gerade der perfekte Zeitpunkt, weil wir, glaube ich. Moment. Haben wir eine Ideengruppe mit diplomatischer Macht? Nein. Und wir sind ja aktuell noch immerhin 7 Jahre der Zeit voraus. 7 Jahre wird das hier vermutlich nicht dauern. Nein, es wird 18 Jahre dauern. Ups. Aber machen wir das mal. Es wird nämlich langsamer Zeit. So, dann können wir hier noch ein paar Kernprovinzen nachholen. Und jetzt warten wir nur noch auf die Eroberung. Sehr schön. Sehr schön. Okay, was planen wir denn als nächsten Krieg jetzt? Theoretisch könnte man ja irgendwie den Mamelucken den Krieg erklären. Imeretische Nationalisten, da habe ich leider nicht schnell genug geschaltet. Jetzt kommen die echt mit einer einzigen Reitereinheit an und kriegen das hin, hier eine Provinz zu besetzen. Schade. Silvester, einer unserer Berater, Silvester, muss zu den größten Gelehrten unserer Zeit gezählt werden. Seine Expertise in patristischer und klassischer Literatur hatte großen Einfluss auf die theologische Debatte in unserem Land. Als ein Mann der Mitte haben seine Absichten ihn zu einem Leitstrahl für jene gemacht, die Freiheit der Orthodoxie vorziehen. Administrative Macht und Missionarstärke oder 50 Prestige. Wir haben wunderbar viel Prestige, also nehmen wir gerne die Admin-Macht. Wunderbar. Und plus 2, oh, das ist echt schön. Ich habe es jetzt vorher leider nicht gecheckt, aber das müsste jetzt mit dem Missionar hier jetzt nochmal sehr viel schneller vorangehen. Wie lange kriegen wir diesen Bonus? Kasans Meinung, das ist mir ziemlich egal, was Kasan von mir denkt. Bis 1556, 6 Jahre immerhin. Schöne Sache. Okay, wir könnten weitere Kult. Nee, Quatsch, das bringt mir jetzt ja gar nicht weiß. Okay, wow, wir kriegen tatsächlich noch diplomatische Macht aktuell dazu. Das ist eine schöne Sache. Und wir waren hier, bevor das besetzt wurde. Wunderbar. Genau, aktuell herrscht noch Zarin Julia. Genau, und dann war. Ja, stimmt. Das ist ja ein bisschen schade. Unser Thronfolger ist nicht so toll. Aber Julia Rurikowitsch das Wasser zu reichen, ist auch eine ziemlich, ziemlich große Aufgabe. So. Ich habe sehr viel Mil. Punkte übrig. Was will ich damit anfangen? Oh, früher starten gewesen, dem ist noch. Was will ich damit anfangen? Ich könnte ein paar. Nicht nötig. Ich würde sagen, ich könnte ein paar Generäle kaufen, aber auch das macht nicht so Sinn. Ja, Goldingen ist konvertiert. So, jetzt die Frage. Wir sind ja orthodox. Können dann trotzdem unsere orthodoxen Provinzen. Oh, wunderbar. Können dann trotzdem unsere orthodoxen Provinzen trotzdem reformiert oder protestantisch werden? Theoretisch doch nicht, oder? Weiß ich nicht. Okay, Narim ist auf jeden Fall jetzt auch fertig. Das heißt, wir müssten jetzt hier auch jemanden hinsetzen können. Wunderbar. Das heißt, wir sind jetzt bei 7 Provinzen in Westsibirien und warten hier auf 8, 9 und 10. Und ab da nur noch 5 weitere. Und eine davon könnten wir uns von Sibir holen. Ich nehme nicht an, dass wir den Euratenkrieg kriegsandrohen können. Also, wir sind definitiv sehr viel mächtiger als sie, aber. Ist hier eigentlich schon voll? Nee. Oh nein, hier fehlt ja noch einiges. Es sah nur so aus, ob das hier schon voll wäre.
Wie sieht es gerade mit Großmächten aus? Genau, wir sind ungeschlagene Nummer 1. Und Ming ist halt einfach noch, das ist halt einfach enorm. Ming ist auf Platz 5, obwohl sie mittlerweile 2 Institutionen nicht gefördert haben. Das ist halt echt heftig. Trotzdem dann noch immer noch auf Platz 5 zu sein. Also ich meine, ja klar, weil sie halt echt wahnsinnig groß sind. Aber das Ding ist halt, wenn sie das wegkriegen würden, würden sie halt einfach mal wieder auf Platz 2 sein. Gerade so knapp unter uns. So, wir haben Nationalisten, kasanische Nationalisten, Simbirsk, Samara, Tedjushi und Chemposarski. Also in den dreien. Ja, in den dreien. Gut, dann laufst du hier rüber. Ist das wirklich der kürzere Weg? Ich habe das Gefühl, dass es nicht der kürzeste Weg ist. 21. Dezember und wenn du so rumgehst. Wow, Tatsache, 5 Tage mehr. Gut, dann geh so rum. Okay, was wird dann unser nächstes Kriegstreiben? Mit dem Osmanen, wunderbar, Kernprovinzen. Mit dem Osmanen müssen wir da noch ein bisschen warten. Oh, das wäre schön. Wenn wenigstens der Mameluke seine Rebellen nicht in den Griff bekommen würde. Dann könnten wir nämlich im nächsten Krieg wirklich sagen, okay, dann schneiden wir ihn hier bei Kirse hier und Kayseri ab. Und danach holen wir uns dann halt eben von ihm die restlichen osmanischen Provinzen. Wie gesagt, das dauert halt leider noch echt ewig, oder? 58, 8 Jahre halt noch. Kernprovinz, wunderbar. Wie sieht's denn mit Karakoyunlu aus? Verbündet bist du mit Dulkadir. Stimmt, genau. Das ist halt gar nichts. Dulkadir ist halt wirklich... Oh, wunderbar. Grundsteuern Obdorsk angestiegen. Klasse. Moment, Karakoyunlu ist auch eine Großrepublik? Was zum Henker? Was treibt denn eine Horde dazu, plötzlich zu einer Republik zu werden? Ich habe das Gefühl, das sind so die exakten Gegensätze voneinander. Alle Menschen an der Regierung teilhaben zu lassen und exakt nur eine Person dort zu haben, die man auch einfach mal entsorgt, wenn sie nicht alt genug ist, um das Khanat anzuführen. Ha. Na gut. So, ihr hättet, genau, ihr hättet nämlich ein paar Festungen, das ist nämlich das Problem. Ihr habt den Trapezund, in Kartlien ist eine... Okay, hier sonst nicht mehr. Kars, genau, Kars und Kartlien. Das ist leider ein bisschen nervig. Ansonsten, Kurdistan hat eine Festung, Hasan Cave hat eine Festung, Mosul hat eine, aber da habt ihr aktuell irakische Nationalisten. Und sonst geht sie sehr weit hier runter. Es ist eigentlich wirklich mal Zeit, Karakoyunlu mal ein bisschen zu stutzen. Obwohl ich ziemlich verdutzt darüber bin, dass es halt original einfach eine Großrepublik ist. Es ist die Frage, ob man Durchgangsrecht durch den Osmanen bekommt oder die Durchgangsrecht durch den Osmanen bekommt. Es wäre halt einfach genial, wenn wir sie... Wir müssen ihnen eigentlich nur Trapezund abnehmen. Das reicht schon aus. Und dann sind wir auf jeden Fall sicher, dass Karakoyunlu nicht in knapp 5 Jahren dafür sorgt, sich weitere Provinzen vom Osmanen zu holen und dass hier noch fleckiger wird. Ich nehme nicht an, dass er mir normalerweise... Oh, es ist gar nicht so unterschiedlich. Also, nur 91 Gründe mehr dagegen als dafür. Weil sie uns gegenüber aufgebracht sind, aber ich glaube, das wird sich bis Spielende oder bis sie entfernt sind auch nicht groß ändern. Aggressive Expansion 190, minus 2,8 jährlich. Also einfach schon jährlich verbessern sich unsere Beziehungen um 5,6. Wir haben jetzt schon nur noch minus 5, das ist dafür, dass es einen Krieg gab. Waffenstillstand hält ja auch schon schließlich 2-3 Jahre oder so, ne? Okay, es ist sehr unwahrscheinlich. Ich glaube, die zählen nicht mal als eure Feinde, ne? Nee, ihr habt eben Albanien und den Johanniterorden als Rivalen. Okay, wäre der Mameluke bereit dazu? Nein, er ist auch aufgebracht mir gegenüber. Und hier wirkt meine Armeestärke nicht mehr so ganz. Okay, ich würde euch trotzdem gerne lieber hier bleiben lassen, damit ihr die eventuelle osmanische Rebellen ausmerzen könnt. Die müssen sich ja nämlich nicht automatisch hier nur erstmal um die Provinzen kümmern, sondern können ja auch hier rüberkommen. Genau, die brauche ich hier für die Rebellen. Und dann würde ich sagen, kriegt ihr mal... Das ist, wow, echt keine guten... genügenden Belagerungsanführer. Dann geht ihr mal bitte hier runter.
Diese 2000 hier kommen wir auch mit hier hin. Dann können wir die für irgendwas anwenden. Und ich glaube, dann werden wir demnächst Karakoyunu den Krieg erklären. Das kann ja auch. Oh ja, das könnte natürlich durchaus sein. Dulkadir. Kriegst du vielleicht vom Osman oder vom Mamelucken Durchgangsrecht? Schweden, okay, abberufen einmal bitte. Ja, okay, ihr mögt das schon echt gar nicht. Und mit dem Osman, wie sieht es da aus? Nee, okay. Nee, nicht wahrscheinlich, dass Durkadir sich das holt. Und Karakoyunu, denke ich mal, bekommt auch keinen. Aber sie würden mir Durchgangsrecht geben. Na, das ist ja immerhin schon was. Oh, klasse. Auch Zlatust hat seine Grundproduktion auch ausgehellt. Das ist natürlich noch besser. Mehr Grundproduktion bedeutet natürlich mehr Gold. So. Stimmt, wie sieht's aus mit der Institution? Haben wir irgendeine Provinz, wo das von Anfang an schon wächst? Nicht eine. Doch, hier vorne, in St. Petersburg. Und in Goldingen. Ja, stimmt, in Goldingen, weil es nämlich, glaube ich, protestantisch bzw. reformiert ist. Und in St. Petersburg, warum? Weil es in der Hauptstadt mit Entwicklung 20 ist. Okay. Dann, wir haben so viele Punkte, dann packen wir die einfach mal hier rein und sorgen direkt dafür, dass das mal sich ein bisschen erhöht hier. Können wir nicht weitermachen, weil das ist jetzt höher als das hier beides. Dann stecken wir da jetzt einfach sehr viele Punkte rein. Sehr schön. 0,39 monatlich und das sollte bis 1553. Und wenn Sie das angeben, dann ist es meistens schon irgendwann 52 fertig. Jawohl, das reicht mir dann. Kann man jetzt auch gerne als Machtpunkteverschwendung bezeichnen. Ich finde es aber echt klasse. Okay, wir haben hier Rebellen. Das dürfte aber keine Auswirkungen haben, weil wir in Konstantinopel und in Edirne eine Festung haben. Ich verstehe wirklich echt nicht, warum der Byzantiner Mazedonien und Edirne behalten hat, aber sich Morea entledigt hat. Absolut nicht. So, die 2000 sind schon unterwegs, die 20.000 sind auch fast da. Wir könnten uns administrative Macht holen. Nein, lass uns noch mehr patriarchale Autorität nehmen. 70 mittlerweile, sehr, sehr, sehr schön. Wir haben hier nochmal was. Verwaltungskosteninstitution und Institutionsverwaltung bis in 4 Jahren. Das könnte uns jetzt sogar noch helfen, ohne dass wir dann diese Ikone nochmal nehmen müssen. Bei 93,23. Okay, in 10 Monaten wird es noch nicht fertig sein. Aber bis danach auf jeden Fall. Ich glaube, St. Petersburg ist nicht meine höchstentwickelte Provinz, wenn ich richtig liege. Moskau ist nämlich bei 40, das stimmt, okay. Jawohl, da kickt die Revolte. Die löschen wir mal bitte schnell aus. Ist auch sehr brav von euch, dass ihr auch direkt auf der einzigen Provinz spawnt, die noch von Nischni Nowgorod hier geschützt wird. Immer noch dabei, Kernprovinzen zu nehmen, ne? Aber nee, dann würde ich halt eigentlich alles, was ich in diesem Krieg wollen würde, erstmal. Oh, wunderbar. Ihr habt Probleme mit den osmanischen Nationalisten, die sind zu euch weitergezogen und nicht zu uns. Ich würde wirklich nur Guria und Trapezunt erstmal nehmen. Ah, schade. Die haben sie auch direkt, aber direkt schon mittlerweile konvertiert. Ist das lange her? Nö. Das heißt, wir können sie, wenn wir sie erobern, zumindest nach dem Chordingsen, immerhin direkt wieder nehmen. Okay. Truppen sind hier angekommen. Checken wir dort nach, wie viele Truppen hat ein Karakoyunlu heutzutage. Sind auf jeden Fall nicht hier oben drin. Okay. Ihr habt 22.000. Das ist echt nicht viel. Ihr könnt natürlich aber auf 46 hochgehen. Und wow, 23 Söldner. Das ist echt übel. Okay, wir hätten jetzt hier schon 38.000 Truppen. Hier wären noch 21 für den Fall, dass wir irgendwie hier rüber kämen. Bewegen wir dich trotzdem mal vorsichtshalber nach Amasia. Das ist natürlich nicht so geil, wenn die hier hinkommen. Ich hoffe. Ach nee, Quatsch, stimmt. Ich vergesse mal wieder, dass wir Gyoko auch hier haben als Festung. Also alles hier ist gegen jegliche Rebellenaufstände geschützt. Die einzigen Sachen, die nicht geschützt sind, sind die hier unten. Und ich glaube, da muss sich die Byzanz keine Sorgen drum machen. Ja, stimmt, Izmir.
Izmir ist tatsächlich das einzige Gebiet, was wir nicht bekommen dürfen, leider. Naja. Bisschen Zeit vergeht ja noch, bis wir sagen, wir annektieren jetzt auch den Byzantiner. Erstmal ist die Krim dran, wo wir immerhin schon ganz okay weit sind. Aber es dauert halt echt einfach noch 17 Jahre. Also sprich, wir haben auf jeden Fall noch mal Krieg mit dem Osmanen. Wir werden dem Byzantiner auf jeden Fall Tschanik geben. Oder vielleicht auch selbst nehmen, je nachdem. So, 1. August. Du hast nicht zufällig irgendwelche Forts, die du nicht instand hältst? Nein, nein. Nee, gut, hier unten käme ich, glaube ich, auch gar nicht hin. Genau, da würden mich Kars und Trapezunt dran hindern. Okay, aber dann würdest du dich erstmal... falsch verteilt. Du solltest Julian bekommen. Und du solltest den, der dann übrig ist, bekommen. Alles klar. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich das provozieren möchte. Ich könnte natürlich jetzt Alexandra als General einsetzen und vielleicht darauf zählen, dass er im Krieg drauf geht. Damit er dann eventuell... Aber es wäre halt schon echt sehr, 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 sehr glücksspielmäßig, dass wir dann nochmal darauf zählen, trotzdem nochmal das zu bekommen, eine, ich weiß nicht mehr, wie das Event gerade heißt. Aber das, also das gleiche Event, über das wir halt auch Julia als Thronfolgerin bekommen haben. Ja, nee, nee. Okay. Oh, oh, das ist natürlich genial. Du bist 62 Jahre alt und hast keinen Erben. Das heißt, eventuell, also ich meine, die sind sowieso unsere Vasallen, haben auch keine Freiheit, kein Freiheitsbestreben. Aber das wäre natürlich auch genial, wenn wir Kiew sogar als Personalunion bekämen. Die Schweiz sieht so merkwürdig rangezoomt hier bei SCH aus irgendwie. Die Buchstaben sind ganz eindeutig größer als WEIZ. Okay, na gut. Dann werden wir... Oh, wunderschön. Oh, und der Mameluke ist schon wieder mit am Start. Das heißt, das ist jetzt echt, glaube ich, die bestmögliche Zeit, den Karakoyonesen auch den Krieg zu erklären. Und dann dürften unsere 38 hier und unsere Notfallstruppen hier auch eigentlich ausreichen. Okay, alles klar. Dann war es das erstmal bis zu diesem Mal, denn das machen wir wieder nächste Mal. Und bis dann. Viel Spaß. Ciao, ciao.